Am Anger. Talk in bester Lage präsentiert Ihnen Ihr Immobilienmakler Engel und Völkers. Liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserer neuen Sendung Am Anger. Unser Thema heute ist die Gebietsreform. Dabei geht es insgesamt um die Gebietsreform, also als Ganzes, aber auch im Besonderen, was die Städte Weimar und Eisenach betrifft. Auch wenn heute noch niemand so richtig weiß, ob, wo und wann und von welcher Regierung die Gebietsreform tatsächlich umgesetzt wird, so gibt es das Thema dennoch oder gerade deshalb sehr, sehr viel Diskussionsstoff her. Dabei darf ich unsere beiden Gäste begrüßen an meiner Seite. Wir haben heute zwei Wölfe im Studio. Mach's gleich den Namen. An meiner Seite Katja Wolf, die Oberbürgermeisterin von Eisenach und aus der Partei der Linken. Und neben ihr darf ich begrüßen Herrn Stefan Wolf, nicht miteinander verwandt und verschwägert, Oberbürgermeister von Weimar, Parteizugehörigkeit SPD, also beide im Prinzip auch als Parteiangehörige in der Landesregierung vertreten. Natürlich nicht als Oberbürgermeister, aber von der Partei. Aber dennoch wahrscheinlich nicht ganz glücklich mit dem oder nicht immer ganz glücklich gewesen mit dem, was dort passiert ist in Bezug auf die Gebietsreform. Weimar zum Beispiel drohte der Verlust der Kreisfreiheit, so war der Plan. Und Weimar kämpfte sehr energisch dagegen an. Dann wurde ihr die Kreisfreiheit zugesagt, plötzlich, und der Widerstand erübrigte sich. Sieht Weimar damit jetzt plötzlich die ganze Reform wieder positiv, Herr Wolf? Also wir haben uns ja nicht komplett gegen eine Gebietsreform ausgesprochen, ganz im Gegenteil. Allerdings eine, bei der es nicht alleine nur um Zahlen und Größenverhältnisse von Städten geht. Das ist sehr altertümlich gedacht. Eine moderne Reform hätte doch erfordert, sich mehr mit den Inhalten und Aufgaben in den Städten und Regionen zu beschäftigen und da doch Einzelfallentscheidungen zu schmieden. Das hat glücklicherweise jetzt ja auch nochmal das Landesverfassungsgericht gesagt, ergänzend zu dem, was zum Urteil geführt hat, dass das Vorschaltgesetz gekippt ist, haben sie ja noch Anmerkungen gemacht. Und genau das, was wir hier vorgetragen haben, auch gegen unsere Klage, war es da auch nochmal vom Gericht deutlich gemacht worden. Was macht denn die Kreisfreiheit so attraktiv für Sie? Naja, Selbstbestimmung ist immer attraktiv. Das sieht natürlich auch jeder Dorfbürgermeister so. Wir leisten uns sicherlich in vielen Bereichen Dinge, die dann nicht mehr so einfach möglich gewesen wären. Wir haben ja die Erfahrung aus anderen Kommunen, anderen Bundesländern, mit denen wir intensiv kommuniziert haben, Städte wie Plauen oder Wismar, Neubrandenburg, das hinter sich hatten und danach schon große Schwierigkeiten hatten, bestimmte Teile ihres Lebens aufrechtzuerhalten. Neben der Kultur natürlich für uns ein ganz wichtiges Thema. Auch ein Thema, was in Weimar sehr wichtig ist, ist die Jugendarbeit. Wir geben sehr viel aus für unsere Jugendclubs. Wir haben flächendeckend Jugendclubs, Jugendzimmer, Streetworker unterwegs. Im Landkreis sieht es anders aus. Da vertritt man die Auffassung, es reicht, wenn es Sportvereine und die Freiwillige Feuerwehr gibt. Die Feuerwehrjugend, das reicht völlig aus. Mehr braucht man nicht. Und die Erfahrung ist in den Bundesländern, in denen das bisher erfolgt ist, ist, dass eben dann sich die Stadt dem ländlichen Niveau eher anpassen musste. Und das ist für uns natürlich gerade als Stadt unter Buchenwald, die schon eine große Verpflichtung hat, dafür zu sorgen, dass wir rechten Bestrebungen keine Chance geben, ein schwieriges Thema. Sie hätten jetzt darauf verzichtet oder haben darauf verzichtet. Sehen Sie das genauso? Das, was Herr Wolf sagt, ist völlig richtig. In der Frage, welche Aufgabe ist an welcher Stelle am besten aufgehoben, das ist ein Prozess, der mir persönlich auch in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist, weil genau das, was er sagt, die Frage der Jugendhilfeplanung, ist aus meiner Sicht eine Kernkompetenz der Städte. Und wir haben sehr deutlich auch darauf hingedrungen, dass das eine Aufgabe ist, die wir eigentlich weiter erfüllen wollen. Auch mit der Aufgabe der Kreisfreiheit. Wir geben die Kreisfreiheit ja nicht auf, weil wir aus unserer Sicht unfähig sind, die Aufgaben zu erfüllen, die wir damit auf unserem Tablett liegen haben. Sondern wir haben am Ende notgedrungen aus der reinen finanziellen Erwägung heraus die Entscheidung getroffen, weil in Eisenach durch die soziale Struktur, die historisch gewachsen ist, wir unglaublich hohe Sozialkosten haben und wir uns an der Stelle einfach eine Erleichterung von diesem Kostendruck erwartet haben. Aber können Sie Aber die Frage der Aufgaben, das will ich ausdrücklich sagen, die Frage der Aufgaben, der Selbstbestimmung, die Fragen, was hängt dran an der Kreisfreiheit als Wert auch,
Das ist ein Punkt, der auch in der Stadt Eisenach sehr, sehr intensiv diskutiert wird. Und das ist ein Punkt, wo wir auch sagen, die Aufgabe der Kreisfreiheit ist kein Selbstzweck sozusagen. Also das ist auch verbunden mit Schmerzen. Sie könnten ihn doch jetzt auch wieder einfordern. Also das Vorschaltgesetz für unsere Zuschauer kurz, das regelt die äußeren Umstände der Gebietsreform. Doch hieß es unter anderem, erst Städte ab 100.000 Einwohner können kreisfrei sein. Das ist jetzt hinfällig. Weimar sowieso sollte eine Ausnahme sein, Gera auch, nicht gerade die reichste Stadt im ganzen Land. Warum sagen Sie, na, was Gera kann, das können wir doch auch? Was Gera können wir längst und aus meiner Sicht auch besser. Wir haben unsere Hausaufgaben und da will ich jetzt keine Stilnoten an meine Kollegen verteilen, aber die Hausaufgaben gerade in der Haushaltssicherung und in der Frage der Neustrukturierung von Verwaltung so deutlich besser und deutlich eher gemacht als Gera. Deswegen halte ich persönlich es auch für einen Fehler, die Kreisfreiheit von Gera jetzt wieder in den Raum zu stellen. Ich halte es einfach für das falsche Signal. Aber jetzt ist die Katze sozusagen aus dem Sack oder wie man so schön sagt, der Geist lässt sich wahrscheinlich nicht wieder in die Flasche zurückzwängen. Stimmt. Deswegen nochmal die Frage, wollen Sie nicht sagen, komm, im Kreisfreiheit ist ja auch symbolisch was, aber möglicherweise kommen wir noch dazu finanziell was. Gibt es nicht Leute in Eisenach, die sagen, Frau Oberbürgermeisterin, fordern Sie die Kreisfreiheit ein? Die gibt es auch, aber ich bin davon überzeugt, dass Politik glaubwürdig sein muss. Und die Entscheidung, warum wir zu dem Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, die Kreisfreiheit wieder rückgängig zu machen, die ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern diese Entscheidung basiert ja auf einer sehr klaren Analyse der Fakten. Und das hat sich nicht geändert. Wenn wir ehrlich sind, hat sich das nicht geändert. Für mich ist, und das will ich ausdrücklich sagen, die Aufgabe der Kreisfreiheit kein Automatismus, koste es, was es wolle. Also es muss am Ende schon zum Vorteil auch der Stadt sein. Und man muss das Gefühl haben, hinterher ist was gewonnen und nicht was verloren und nicht einseitig was verloren. Deswegen war das der Punkt, wo ich im Besonderen mit dem letzten Regierungsentwurf, der im Kabinett vorgelegt wurde, des Gesetzes zur Neugliederung wirklich unglücklich war, weil das ging einseitig aus meiner Sicht auf dem Rücken der Stadt Eisenach. Da waren wir deutlich benachteiligt. Aber am Ende ist der Weg zu sagen, die Stadt gehört wieder zurück in die Region, trotzdem eigentlich der richtige Weg. Sie sind schon sauer gewesen auf die Regierung. Ich bin richtig sauer gewesen. Auf die, wie gesagt, SPD, Linke, Grüne. Sie selbst sind von der Partei der Linken. Ist das nicht ein Problem in der Partei selbst? Sie sind ja nicht die einzige Rebellin oder die einzige Kritikerin, sage ich mal. Ja, es hat jeder seinen eigenen Tanzbereich sozusagen. Es hat jeder seine Aufgabe zu erfüllen. Und ich habe durchaus dafür Verständnis, dass die Interessen unterschiedlich sind. Dass ich die Interessen der Stadt Eisenach zu vertreten habe und das gerne und mit viel Engagement tue, ist für mich genauso selbstverständlich, wie ich verstehe, dass die Landesregierung gegebenenfalls einen anderen Blickwinkel einnehmen muss. Ich war trotzdem richtig sauer und das einfach aus dem Grund heraus, weil ich es für nicht fair gefunden habe, dass die von Anfang an dem Prozess gutwillig mitgegangen sind, die konstruktiv gegangen sind und die gesagt haben, ja, wir sind bereit, unter gewissen Rahmenbedingungen das Ganze positiv zu begleiten und auch, kann es für meine Person selbst sagen, mir deutschlandweit Kritik eingefangen habe, im Besonderen von den Kollegen, die es unsolidarisch finden, weil viele, viele Städte für die Kreisfreiheit oder für den Erhalt der Kreisfreiheit kämpfen. Und dass man dann das Gefühl kriegt, dass dieser Weg der ausgestreckten Hand zu einem gefühlten Tritt in den Hintern führt, ja, das fand ich hochgradig. Weil Sie verlieren jetzt auch noch möglicherweise den Kreisstadtstatus. Und dieses einseitige Verlieren ist aus meiner Sicht inakzeptabel, ja. Ich fand jetzt eigentlich, nachdem die neue Regierung sich gebildet hat und nur eine Stimme Mehrheit hat, diese Aufgabe, sich dieser Diskussion über die Gebietsreform und die Kreisreform zu stellen, sehr mutig und sehr, sehr herausfordernd auch. Weil das ist ja nicht ganz einfach, weil es geht ja immer um Interessen und jeder hat da irgendwie seine Pläsierchen und das war ja für jede bisherige Gebietsreform so ein Riesenproblem. Sind manchmal auch Regierungen dran gescheitert. Jetzt haben wir einen sehr komplizierten Prozess, der offensichtlich in der Sachlage liegt, dass die Interessen doch auseinandergehen. Was wäre denn jetzt sozusagen Ihr Vorschlag, nicht unbedingt zu sagen, lass es alles, wir lassen es so, wie es ist, sondern wie kommt man jetzt aus der Situation raus? Was ist da Ihr Vorschlag aus der jeweiligen Position? Sie
können sich zurücklehnen und sagen, das meiste habe ich erreicht, Sie sind nicht ganz zufrieden. Was wünschen Sie sich eigentlich jetzt in der Diskussion? Wie kann man das möglicherweise zu einem guten Ende bringen oder muss man ganz aufhören? Aus meiner Sicht ist das Urteil des Verfassungsgerichts durchaus eine Chance, weil es die Chance bietet, jetzt nochmal zu gucken, wo stehen wir und welche Schritte sind als nächstes notwendig. Nochmal zu schauen, wie kriegt man aus meiner Sicht mit Fingerspitzengefühl, mit Transparenz und mit Kommunikation jetzt im besten Sinn die Kuh vom Eis und ein Konstrukt, was am Ende breit mitgetragen und auch breit akzeptiert ist. Aus meiner Sicht war ein Grundproblem der Reform, dass das, was ich normalerweise als ersten Schritt erwartet hätte, nicht gekommen ist. Nämlich die Frage, das ist jetzt, ich verstehe, dass das eine komplizierte Frage ist und für viele vielleicht nicht nachvollziehbar, aber die Frage, welche Aufgabe ist wo am besten aufgehoben? Also da sind wir bei dem Thema Jugendarbeit. Ist das nicht eigentlich eine klassische Aufgabe, die stärker in Städten verankert gehört, die auch in kreisangehörige Städte viel stärker verankert gehört? Und so hätte man jede einzelne Aufgabe genau angucken können. Ist das besser beim Landesverwaltungsamt, besser auf der Kreisebene oder besser auf der kommunalen Ebene aufgehoben? Also die typische Aufgabenkritik, die ist nicht im Vorfeld gekommen. Und dadurch, dass nicht im Vorfeld festgelegt wurde, welche Aufgabe ist wo vernünftig aufgehoben, ist die Frage, wie muss denn dann ein Kreis aussehen, welche Größe, welche Zuständigkeiten haben Städte, welche Größe brauchen Städte demnächst, aus meiner Sicht damit eigentlich nicht seriös zu beantworten. Lange Rede, kurzer Sinn, was erwarte ich jetzt in Zukunft? Genau diesen Schritt jetzt nochmal mit einzufügen, zu gucken, was gibt es auch für andere Modelle. Ich habe in Nordrhein-Westfalen macht zum Beispiel den Bereich der Sozialkosten über Landschaftsverbände, also über viel größere Konstrukte, wo eine viel größere Gerechtigkeit dabei ist, dass nicht die, die in der Stadt wohnen, einseitig mit den Sozialkosten in der Stadt belastet werden. Also all das hätte man viel stärker noch mal analysieren müssen, was gibt es für gute Modelle, was ist gegebenenfalls auf Thüringen übertragbar. Und dafür ist jetzt die Zeit und die Zeit sollte man nutzen. Mhm. Ich glaube, damit ist die Zeitschiene innerhalb dieser Legislatur weg. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, dass man jetzt die Freiwilligkeitsphase nutzen sollte und da die Weichen so stellen, dass man da vieles im freiwilligen Prozess und die Schritte jetzt geht, transparent, mit einer intensiven Kommunikation untereinander und nicht einer von oben durchgepeitschten Reform, das wirklich noch zum guten Ende bringt. Also die Gebietsreform kommt nicht mehr in dieser Legislaturperiode, würden Sie drauf wetten? Und deswegen hat man viel Zeit, weil mit dieser oder mit der nächsten Regierung kann man dann das mal ordentlich machen. Ich will nicht sagen, dass die Gebietsreform nicht kommt. Ich glaube, dass zum Beispiel die Frage der Wartburg-Region immer noch zu klären ist. Mhm. Und ich bin da auch bereit dafür, dass wir eben in der Freiwilligkeitsphase jetzt auch die Kreisstrukturen da, wo es sinnvoll ist, neu ordnen können. Und deswegen ist das die Argumentation, Gebietsreform kommt nicht aus meiner Sicht eine falsche. Ich glaube, dass die Zeitschiene nicht mehr ausreichend ist, um eine große Gebietsreform übers ganze Land auch gegen Widerstände hinweg durchzusetzen. Also sie kommt nicht. Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie jetzt nicht, dass dieser Kampfruf, wir zeigen, die Regierung ist unfähig, die schaffen es nicht, lass andere ran, dass das nicht das Thema ist, sondern den Prozess, der jetzt bis zum Ende der Legislatur läuft, als einen Prozess sehen, der in eine Form gebracht werden muss, der hinterher alle befriedigt, wo alle sagen, genau so habe ich es mir vorgestellt, ja. Die Weichen müssen einfach gestellt werden, weil wir sind uns, glaube ich, im Land, ganz, ganz viele Bürger sind sich darüber einig, dass was passieren muss, dass sich auch die Verwaltungsstrukturen anpassen müssen an eben eine verändernde Situation im Land, an die Ausdünnung des ländlichen Raums, an das Wachsen der Städte. Also dass da was passieren muss, auch an Reaktionen, da gibt es, glaube ich, eine große Gemeinsamkeit. Und das muss man jetzt aus meiner Sicht sehr genau auf den Weg bringen und die Weichen richtig stellen. Und dass dann gegebenenfalls eine große Gebietsreform erst in der nächsten Legislatur kommt, und ich bin davon überzeugt, sie kommt, finde ich persönlich jetzt keinen Schaden. Und das finde ich auch nicht ehrenrührig und das finde ich persönlich auch kein Niedergang der Landesregierung oder kein Scheitern, sondern das ist ein vernünftiger Prozess. Es gibt zumindest die Chance, und da kann ich nur in die gleiche Kerbe hauen, nochmal über ganz bestimmte Dinge nachzudenken. Was ich immer schon der Regierung versucht habe zu sagen in zahlreichen Gesprächen, ist, dass ich es schade finde, dass man in einem so alten Strukturkonzept denkt. Ja. Denn da gibt es Moderneres. Sie haben darauf hingewiesen, in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Niedersachsen gibt es das Thema Region.
Das heißt, da werden genau die Probleme, die Sie angesprochen haben, zum Thema Soziallasten eben nicht mehr von der Stadt wahrgenommen, sondern in der Region wahrgenommen. Da werden die Stadt-Umland-Beziehungen damit auch ordentlich abgeartet, weil sich das Umland an Kosten beteiligen muss. In einer Region, da habe ich dann eigentlich auch nicht den Zwang der Eingemeindung und der Zusammenführung, weil die Gemeinden selbstständig bleiben müssen, sich aber halt die gesamte Region an Kosten beteiligt, also die Probleme auch auf diese Art und Weise gelöst werden. Das hätte den Vorteil gehabt, mit wesentlich weniger Widerstand umgehen zu müssen, da Selbstständigkeit erhalten bleibt. Das wäre auch ein modernes Modell gewesen, anstatt festzuhalten an dem ja schon aus sehr früher Zeit stammenden zentralen Ortesystem alleine. Das wollte auch nicht mehr. Noch machen. Das heißt, noch größere Kreise ziehen oder also es gibt über momentan, die Kreise noch eine Einheit? Es gibt Beispiele, wie gesagt, Saarbrücken oder Aachen oder Hannover, da haben wir eine Region. Das könnte. Na gut, das ist ja nicht so groß wie ein Landkreis. Also ja, man könnte zum Beispiel die Region Mittelthüringen nehmen. Man hätte auch in dem Fall ja durchaus auch über Jena und die Impulsregion haben wir ja schon. Die Impulsregion als ein Beispiel nehmen können, System, nicht genauso wie die Wartburgregion und sagen können, okay, wir haben ja gar keine kreisfreien Städte mehr, weil die Städte sind in dieser Region, haben natürlich ihre Rolle, sind für viele, für die sie interessierenden Fragen weiter zuständig. Und jede Kommune kann das, was sie selber kann, selber machen und das, was sie nicht kann, macht die Region für sie. Das wäre eine moderne Lösung gewesen, darüber nachzudenken. Dazu gehört natürlich auch genau das, was Sie gesagt haben, darüber nachzudenken, welche Aufgabe ist sinnvoll wo angesiedelt. Also quasi Bezirke, wie früher mal. Nee, genau, das ist fatal, das als Argument zu bringen. Mhm. Aber Bezirke dienten dem Durchregieren von oben nach unten. Ja. Wenn wir über eine Region reden, reden wir über das Thema von unten nach oben. Mhm. Aber die Größe wäre ungefähr dieselbe. Das muss nicht sein, das könnte unter Umständen mal so sein. Nordrhein-Westfalen ist bei den Landschaftsverbänden, die eben im Besonderen bei den Sozialaufgaben bestimmte Aufgaben wahrnehmen, in drei Landschaftsverbände geteilt, bei 17, 16 Millionen Einwohnern. Mhm. Ja. Theoretisch kann man mehr oder weniger eine Region daraus machen, aber diese gemeinsamen Lasten, und das kann man demokratisch aufstellen. Also das ist nicht vergleichbar mit, da mit bin dem ich völlig von bei. Oben nach unten durchregieren. Das ist kein Durchregieren, das kann man demokratisch wählen, das sind ganz demokratische Strukturen dort auch. Da hätte man, und da bin ich völlig bei Ihnen, moderne Strukturen auch für Thüringen schaffen können. Das ist versäumt worden. Man ist sehr in diesem alten Denkmuster, was aus meiner Sicht auch überholt ist, weil es zum Beispiel der Aufgabe von Städten nicht gerecht wird. Das heißt ja Learning by Doing. Man kommt jetzt an diesen Konflikt mit dem Verfassungsgericht, mit allem drum und dran. Man kommt unter Zeitdruck. Und jetzt ist die entscheidende Frage, will man diesen Zeitdruck insofern jetzt erfüllen, indem man einfach das durchpeitscht oder eben die Diskussion nochmal wieder öffnet und möglicherweise zu ganz neuen Lösungen kommt. Sie sagen ja, es gibt vielleicht sogar größere, die ganz anders sind. Und da glaube ich in der Diskussion, was mir so aufgefallen ist, ist, man kommt zu dem Argument Gebietsreform, ja, die Kassen werden immer leerer, also müssen wir irgendwas machen. Das ist schon ein Einstieg für die Diskussion, die überhaupt keinen Spaß macht. Ja. Man müsste, ja, vor allem, wo ja eingeräumt wird, auch inzwischen von allen, dass es ja kein Geld sparen wird und auch gar nicht das Ziel sei, zu sparen. Es geht um die Frage, wo kann man effizient und am bürgernächsten Aufgaben erfüllen. Genau. Und nicht um die Frage, Geld zu sparen, denn da haben die recht, die sagen, wenn ich zwei Landkreise zusammenlege, spare ich einen Landrat und eine Sekretärin und einen Fahrer und das war's. Mhm. Viel mehr ist da nicht. Mhm. Also wir sind doch in die meisten Kommunen so weit, dass wir in den letzten Jahren unsere Hausaufgaben gemacht haben. Auch wir haben in den letzten Jahren jeweils massiv Personal abgebaut, immer schon unter dem Druck. Wir haben hohe Aufgaben im Bereich der Kultur zu erfüllen und wir wollen nicht beim Theater sparen, sondern wir müssen dann bei der Jugendarbeit, wir müssen der Verwaltung sparen. Wir sind da, glaube ich, überall schon recht effizient geworden. Und unsere Mitarbeiterzahlen richten sich nach Fallzahlen. Wir liegen weit unter Richtwerten, die eigentlich vorgegeben werden. Und wenn ich zwei Kreise zusammenlege oder eine Stadt und einen Kreis zusammenlege, habe ich ja nicht weniger Fallzahlen. Aber es geht schon darum, bestimmte Experten zum Beispiel zu gewinnen, die für größere Einheiten genauso gut arbeiten können wie für kleine. Also wenn ich jetzt einen gut bezahlten Experten in einer kleinen Einheit habe und den nächsten nochmal einen, der aber im Prinzip auch zwei Einheiten oder eine größere Einheit Also erstmal ist das der Ausnahmefall. Das sind sicherlich in einigen Bereichen, zum Beispiel im Umweltbereich, da brauche ich wirklich hochqualifizierte Fachleute für die Aufgaben. Und da ist die Frage, welche Aufgaben wird überhaupt sinnvoll in der Kommune wahrgenommen und bei welchen wäre es nicht sinnvoller gewesen, die vielleicht gar nicht auf die kommunale Ebene zu geben, weil bei bestimmten Fällen reicht eigentlich ein Experte für ganz Thüringen bei manchen sehr, sehr, sehr kleinteiligen Fragen. Aber bei den großen Aufgaben, die wir zu bestimmen haben, da ist das nicht so kleinteilig. Das sind wirklich Ausnahmefälle. Mhm. Und auch gegenwärtig ist es doch schon so, dass wir bei bestimmten Aufgaben, wo es Sinn macht, es nicht alleine zu tun, auch jetzt schon
mit anderen zusammenarbeiten. Wir arbeiten beim Thema Feuerwehrleitstelle mit Jena zusammen. Wir arbeiten im Abfallentsorgung mit Erfurt zusammen. Wir sind in anderen Themen mit dem Landkreis Weimarer Land zusammen. Also die interkommunale Zusammenhalt. Auch im großen Thüringen. Da gibt es auch gegenwärtig schon die Situation, dass wir auch da schon kommunale Zusammenarbeit haben, wo es sinnvoll ist, wo die Kommune zu klein ist. Da brauche ich nicht mit zwangsweise von oben neue Einheiten diktieren. Weil das betrifft wirklich nur kleine Ausnahmefälle im Verhältnis zur Gesamtverwaltung. Aber das Gros der Verwaltung sind doch die Anträge auf Unterhaltsvorschuss, die Frage der Hortgebührenbescheide, die Wohngeldbescheide oder so. Also das, da habe ich nicht einen Fall weniger durch die Gebietsreform. Da sind die Fälle genauso zu erledigen und deswegen... Gut, aber wenn man das jetzt radikal weiterdenkt, könnte man doch sagen, wir verzichten auf das Ganze. Jeder kann auch symbolisch seinen Landkreis und seine Kreisfreiheit und wir geben noch 10 andere Kreisfreiheiten rein. Ist reine Symbolik und jeder darf sich nennen, wie er will. Warum auch nicht? Hauptsache, wir gucken, wo wir effizient zusammenarbeiten können, unterhalb oder oberhalb, wie man will, dieser symbolischen Ebene. Also braucht man doch eigentlich gar keine Kreisreform, sondern kann sagen, wir überlegen nur, wie man die Bürokratie ordentlich aufstellt und effizient arbeiten Die Frage ist, ob wir überhaupt Kreise brauchen. Da sind wir nämlich beim Thema, wo wir als Oberbürgermeister wahrscheinlich eher einer Meinung sind, wo wir sagen, wir brauchen starke Städte und Gemeinden, die möglichst viele Aufgaben vor Ort für ihre Bürger unmittelbar erledigen können. Und da, wo sie es selber nicht schaffen, bietet sich so ein Beispiel für eine Region an oder andere Formen der interkommunalen Zusammenarbeit, um die Aufgaben zu erledigen. Also Sie können sich vorstellen, wir schaffen alle Kreise ab. Das können sich, glaube ich, alle Oberbürgermeister in Deutschland vorstellen. Das können sich alle Oberbürgermeister in Deutschland vorstellen, sage ich gerade. Ja. Das ist kein revolutionäres Prinzip. Wir gucken immer gerne nach Dänemark, weil da so wahnsinnig glückliche Leute wohnen und weil die Kommunen da so gut funktionieren und weil vieles vor Ort geklärt wird. Die haben keine Kreise. Da gibt es diese Struktur überhaupt nicht. Okay. Und die Landräte finden das auch cool oder sind die anderen? Die gibt es ja nicht mehr. Aber die vorherigen, die fanden das nicht so cool. Das ist sogar eindeutig. Aber finden sowas nie gut, wenn sie wegrationalisiert werden. Nicht? Aber das ist die bürgernächste Verwaltung, weil die Stadt, die Gemeinde ist ja das dem Bürger am nächsten stehende Einheit. Und die sollte möglichst viele Aufgaben selbstständig erledigen können. Und für die anderen, für die es nicht reicht, gibt es auch andere Formen als den Kreis. Und dass die Bürger das verhältnismäßig, ich will nicht sagen entspannt, die meisten Bürger erwarten einfach, dass eine Verwaltung funktioniert und dass ihre Aufgaben und ihr Problem, was sie haben, gelöst wird, Punkt. Ja. Wo das, wie, mit wem, an welcher Stelle gelöst wird, ist relativ wurscht. Hauptsache, ich habe es leicht hinzukommen und kriege eine vernünftige Verwaltung sozusagen aus einer Hand. Für mich ist die Frage, dass ich glaube, dass die Bürger sich weniger mit ihren Kreisen wirklich identifizieren, sieht man daran, dass die Wahlbeteiligung in den Kreisen ja noch mal deutlich unter denen schon in Gemeinden liegen, schon bei Stadträten liegen. Da sind ja zum Teil keine 25%, die zur Wahl gehen, was für mich auch ein Signal dafür ist, dass das Bewusstsein dafür, dass der Kreis wirklich so die unumstrittenste Ebene sozusagen oder die Ebene ist, mit der man sich komplett identifiziert, das ist ja so nicht. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann könnten Sie sich vorstellen, dass sich alles ganz anders durchdringen könnte, als man das bisher sich vorstellt. Nicht an Zahlen und Grenzen orientiert, sondern an Aufgaben. Und manche könnte sozusagen über ganz Thüringen erledigt werden, der Umweltschutz oder Denkmalspflege und so weiter, mit noch Fachbereichen, die sich Denkmalpflege würde ich jetzt nicht sagen, aber die würde ich auch rausnehmen, aber im Prinzip Bereichen haben Sie der recht. Umweltverwaltung ist das völlig also, und das andere wäre kleingliedriger, das sind soziale Fragen und so weiter. Das andere Thema ist Jugend, Arbeit, alles, was dann direkt in die Region geht. Könnten Sie sich auch an, ich hatte mal so ein Modell auch im Kopf, dass man das Budget, was da ist, es ist ja immer begrenzt und das ist ja eines der Hauptargumente. Wenn man jetzt zum Beispiel den Ortschaftsräten und so weiter ein festes Budget im Jahr zur Verfügung stellt, und Beispiele gibt es dafür, haben gesagt, ihr habt bis 15.000 Euro, macht, was ihr wollt. Wir wollen euch die Straße asphaltieren. Und die sagen aber in dem Ortschaftsrat, nee, wir wollen, dass der Kindergarten gestrichen wird. Und das machen die dann selber und sind zufrieden. Und hinterher machen sie Botnik und machen dann selber noch die Straße oder so. Und dann haben wir alle auch noch was gespart. Wäre das auch eine Möglichkeit, so etwas zu machen? Zu Botnik mit dem deutschen Recht vor allen Dingen, das wir heute haben. Wir machen das schon. Also das gerade in den Ortsteilen. Ist das nicht mit vielen Rechtsverstößen dann verbunden? Die Ortsteile kriegen ihr Budget. Das ist in Eisenach viel zu gering, das will ich durchaus zugeben. Aber kriegen ihr Budget, bezahlen damit auch Arbeitseinsätze, Material und sowas, machen vieles in Eigenregie. Und das ist gut so. Und es wird weiter funktionieren und das soll auch so bleiben. Das könnte man erhöhen. Natürlich. Die Eigenverantwortlichkeit. Die Eigenverantwortlichkeit kann man, auch da sind wir wieder dabei. Da gibt es ja Modelle, wo das ausgezeichnet funktioniert. Die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz müssen offensichtlich nach dem Prinzip
dass die Kommunen, auch wenn sie theoretisch in größere Strukturen zusammengefasst sind, trotzdem noch ein hohes Maß an Eigenverantwortung behalten. Alle, mit denen ich spreche, sagen, funktioniert ausgezeichnet, ist akzeptiert und es gibt überhaupt keine Diskussionen daran, irgendwas zu ändern. Mein Gefühl ist, wenn du das machst und dem Ort das gibst, und da wird mehr im Ort diskutiert, bei 400 Einwohnern, sagt, was machen wir jetzt? Die Kinder haben, sagen hier, klar, das ist auf jeden Fall in die Richtung, die anderen sagen, nee, also Fußwege für Rentner. Also da wird dann diskutiert im Ort, bis dann entscheidet. Es ist immer die Frage, welche Aufgabe wo. Und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Ja. Die Zuständigkeit für den Kanalbau kann ich natürlich nicht in so einer Frage klären, aber weil das im größeren Rahmen gedacht werden muss. Klar. Aber zu sagen, welches Spielgerät muss jetzt gerade auf deinem Spielplatz erneuert werden oder wie oft soll der Rasen bei dir gemäht werden, das ist auf der Ebene direkt vor Ort ganz sicher die bessere Entscheidungsebene. Weil ich da auch mehr bewegen kann, weil die Subotnik, das haben wir ja auch gegenwärtig schon, dass die Bürger sich bei vielen Dingen unmittelbar da einbringen, mitmachen, mitbasteln, mit sauber machen, mit aufräumen. Nicht? Das ist natürlich viel effizienter, viel kostengünstiger, als wenn ich jetzt da voll bezahlte Mitarbeiter dafür hinschicken kann. Das heißt, ich kann mit dem vorhandenen Geld viel mehr anfangen auf solche Ebene. Aber macht das wirklich so viel aus? Denn wenn es wirklich darum geht, jetzt mal ein Sozialgebäude auf den Sportplatz hochzuziehen, das könnten die Leute zwar, aber es würde wahrscheinlich nicht gehen ohne Bauaufsicht. Ja, aber dass es Grenzen gibt, ist doch gar keine Frage. Aber sind die nicht sehr eng? Also auf dem Sportplatz, da haben wir auch schon Vereine, die aktiv sind. Natürlich brauchen die eine Baugenehmigung für das, was sie tun, aber eine Eigenleistung bei Bauvorhaben ist doch, wenn Vereine tätig sind, was völlig ganz normal ist, was sie immer erbringen. Bestimmte Dinge, sie haben teilweise auch sogar Fachleute in ihren Reihen, können sie, und man kann damit viel mehr bewegen, als wenn ich für jeden kleinen Teil eine Ausschreibung machen muss, Unternehmen beauftragen muss. Nicht so. Und dann wären auch viele Dinge, die gegenwärtig bei uns laufen, gar nicht mehr möglich, wenn wir das nicht schon hätten. Wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter oder verallgemeine, wir haben jetzt hier zwei Oberbürgermeister sitzen, von denen ich so zwischen allen Sätzen höre, es wäre ginge uns allen besser, wenn uns das Land nicht so viel reinmischen würde. Würden Sie so einen Satz unterstreichen? Nee. Ich auch nicht. Weil die Frage, weil SPD und Linke in der Landesregierung sind, wäre das auch so, wenn die CDU... Nee, weil es nicht um die Frage geht, das Land reinmischen, sondern weil es immer die Frage ist, welche Aufgabe ist wo am besten aufgehoben. Gebietsreform hätten Sie beide doch vielleicht sicherlich anders gemacht. Die hätten wir anders gemacht in der Frage, welche Aufgabe ist wo besser aufgehoben. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Wir haben gerade eine lange und umfangreiche Diskussion zum Thema Unterhaltsvorschuss. Und der Frage, warum ist in Thüringen die Rückholquote relativ gering? Das hat Gründe, aber es liegt unter anderem daran, dass die Aufgabe der Rückholerei direkt bei den Kreisen und bei den Städten liegt. Die Bayern haben es anders gemacht. Die haben das im Prinzip auf Landesebene gezogen, also auf Regierungspräsidiumsebene, wo sie hochspezialisierte Juristen dran setzen, wo sie eben auch Väter, sind ja vor allem Väter, die im Ausland leben, also eine Professionalität haben, dass sie dem gewachsen sind, weil sie einfach größere Fallzahlen haben. Das ist ein Punkt, darüber kann man reden und sollte man auch reden. Mhm. Nur zu sagen, die Städte und die Kreise sind ja sowieso zu doof und wir machen die Strukturen größer, ist aus meiner Sicht falsch gesprungen. Und deswegen ist nicht die Frage, wer redet wem rein, sondern dass man genau miteinander guckt, wie strukturiert man Aufgaben vernünftig. Mhm. Und dass man überhaupt miteinander redet. Und das spricht nicht prinzipiell gegen auch... Ne, da sind wir bei den Sozialkosten, nicht dagegen, prinzipiell auch Sachen größer zu denken, durchaus auch auf Landesebene zu denken. Aber die Kommunikation zumindest im Vorfeld der Gebietsreform war ja nicht ideal, Herr Wolf. Sie haben sich ja auch hier und da mal geäußert und Sie auch. Also es ist nicht alles so gut vorbereitet gewesen. Welche Kommunikation? Genau. Also wir haben das Grundproblem, dass tatsächlich es große Schwierigkeiten nicht zwischen uns und der Landesregierung gibt. Wir haben ja vielleicht noch über unsere politische Parteischiene durchaus Möglichkeiten, ranzukommen. Weil so als Spitzenverband zum Beispiel, als Städte- und Gemeindebund haben wir das Problem, dass man mit uns entweder gar nicht oder mittlerweile sogar so weit geworden, dass man nicht mehr sagen kann, die Kommunikation ist schlecht, sondern eher fragen muss, welche Kommunikation, weil sie eigentlich eingestellt worden ist. Ja. Und das ist natürlich nachteilig, dass nun die Vertreter der Gemeinden und Städte andere Auffassungen haben als die Landesregierung und man sich da auch mal streitet. Mhm. Das ist von Parteibüchern völlig unabhängig. Mhm. Das war immer so und wird auch immer so sein. Aber es ist ganz schwierig, wenn man dann sagt, wir streiten uns nicht mehr, aber wir reden gar nicht mehr miteinander. Nicht? Das ist dann wirklich fatal.
Um jetzt vielleicht auch noch für die, die da jetzt mit befangen sind, noch ein bisschen eher mäßig was zu machen. Man hätte natürlich auch in den Vorgängerregierungen schon einiges versuchen können zu bewältigen in dieser Frage, wo Aufgabenteilungen geschickter und logischer gemacht werden könnten und das nicht in eine Periode reindrücken wollen. Denn das ist ja offensichtlich zu kurz, was Sie so jetzt sagen. Wir haben ein Grundproblem in den ganzen vergangenen Jahren gehabt. Die CDU hat ihre Klientel vor allem im ländlichen Bereich und die Städte sind über viele, viele Jahre durch die Landesregierung insoweit benachteiligt worden. Man hat bei der Verteilung des Geldes der Schlüssel, ja merkwürdige Schlüssel erfunden, die dazu führten, dass überproportional viel Geld in den ländlichen Bereich geflossen ist und relativ wenig in die Städte. Von daher ist die Grundansage der Gebietsreform, wir wollen jetzt die zentralen Orte, die Städte stärken, ist ja eine sehr positive und lange überfällige. Denn da ist tatsächlich Nachholbedarf. Nicht? Wenn wir so in unseren finanziellen Schwierigkeiten sind, dann liegt es ja nicht daran, dass wir schlecht sind in vielen Dingen, sondern daran, dass wir über viele Jahre hinaus als Städte gegenüber dem ländlichen Raum benachteiligt worden sind bei der Verteilung der finanziellen Mittel. Und wir tragen natürlich in ganz anderen Umfang Aufgaben ja auch für den ländlichen Raum um die Städte herum. Aber dafür sind wir nicht mehr ordentlich finanziert worden. Und von daher hätte das schon gar nicht erst passieren dürfen. Da hätten wir viele Probleme so drängend gar nicht gehabt, wenn das von Anfang an anders gelaufen wäre. Und deswegen mit der CDU war halt eine Stärkung der Städte schwer zu machen. Das ging immer um das Thema ländlichen Raum. Das muss beides berücksichtigt werden, ja. Aber es muss halt im fairen Verhältnis miteinander. Das hat auch offensichtlich damit zu tun, wo die jeweiligen Wählerschwerpunkte der einzelnen Parteien liegen. Die CDU sammelt mehr im ländlichen Raum rein, befriedigt da ihr Klientel. Und Sie sagen, es sind mehr Städte, wenn überhaupt bundesweit, sind die von Sozialdemokraten oder eben mehr in anderen Farben bestimmt. Also das ist dann sozusagen von dem Parteiegoismus mehr gesteuert, meinen Sie? Das ist weniger tatsächlich auf Wähler geguckt, seitens der CDU gewesen, also auf Wähler geguckt worden und nicht eben auf das Wohl des gesamten Landes. Und das war aus meiner Sicht, und da sind wir völlig beieinander, das war furchtbar kurzfristig gedacht, weil das nur bis zum nächsten Wahltermin gedacht war. Weil die Entwicklung eines Landes maßgeblich in den Städten stattfindet. Das heißt nicht, dass der ländliche Raum abgehangen werden soll, das will ich auch nicht. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass eine Entwicklung, ein nach vorne gehen sozusagen, wo finden denn Wachstumskerne noch statt? Wo findet Leuchtturmfunktion auch für ein gesamtes Land Thüringen statt? Es sind eben die Städte. Und die am Ende, und das kann ich ja maßgeblich am Beispiel Eisenach festmachen, die wirklich auszubluten finanziell, war aus meiner Sicht ein sehr, sehr kurzfristiges, ein Pyrrhos-Sieg sozusagen, den die CDU da gemacht hat. Das könnte jetzt, aber es klingt ja auch so ein bisschen nach einem Stadt-Land-Konflikt. Nicht nur nach einem Partei-Klientel-Konflikt, sondern auch nach einem Stadt-Land-Konflikt. Wenn man das jetzt umdreht und sagt, wir müssen die Städte stärken, bedeutet das nicht, dass man dadurch, dass es gibt ja ohnehin schon eine Metropolisierung, dass man die sogar noch vorantreibt und sagt, die Leute noch stärker aus dem Land in die Stadt zieht, die Stadt dann langsam überquellt, die Immobilienpreise bis ins sonst wohin steigen und das Land wirklich so stirbt und nur noch ein paar alte Leute über die Straße huschen. Ist das nicht irgendwie die Entwicklung dann, die man da noch fördert? Die Entwicklung findet ja sowieso statt. Mhm. Wir haben, ne, genau, kann die das Frage am Beispiel, ist, beschleunigt die sich dann noch oder muss man dann Gegengewicht schaffen? Am Beispiel Eisenachs festmachen. Eisenach wächst demografisch. Mhm. Seit 2012 gehen wir langsam, aber stetig demografisch durch einen Zuzug. Nicht durch extrem gestiegene Geburtenraten, sondern durch einen Zuzug. Demografisch immer weiter nach oben, bewegen uns jetzt auf die 43.000 zu. Aber da muss man ehrlich dazu sagen, das ist der Zuzug der über 65-Jährigen aus dem Umkreis. Das sind dann doch die älteren Leute, nicht die Familien, die zuziehen. Es sind die, bei uns, kann da nur für Eisenach sprechen, es sind die Älteren, die auf ihren Dörfern allein nicht mehr klarkommen oder feststellen, dass sie in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr allein klarkommen werden und deswegen in die Städte ziehen. Mhm. Ist bei uns wieder anders. Bei uns ist es vor allem der Zuzug junger Familien, der das Wachstum ausmacht. Nicht? Wir sind ja mittlerweile in Thüringen die Stadt mit dem geringsten Seniorenanteil und dem höchsten Kinderanteil. Also von daher eine sehr ungewöhnliche Entwicklung. Aber wie gesagt, das ist halt das, was man halt berücksichtigen muss. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren, sondern muss sich schon im Einzelfall die Aufgaben, die Probleme angucken und sehen, was ist im Einzelfall die beste Lösung und nicht einfach so stur, so mit alles über einen Leisten geschert, nicht, das ganze Land bedienen.
Wobei natürlich dieser Stadt-Land-Konflikt, der ist ja da, ist weltweit da. Die Abwanderung, die Landflucht in die großen Städte, die Metropolen, die aufgeblasen mit 14, 20 Millionen China, ganz typisches Beispiel. Das ist ja aber auch ein Konstruktionsfehler im gesamten Denken. Also wir haben diese Situation, Sie sagen, das passiert sowieso und stelle ich mich jetzt dem, jetzt könnte ich natürlich genauso gut sagen, also wenn man das jetzt so zulässt, wird es ja viele Dörfer in 20, 30 Jahren nicht mehr geben. Ja, aber was macht denn das Dorf aus? Das Dorf macht doch nicht aus, dass jeder Gehweg alle 2 Jahre neu gemacht wird und das Dorf macht nicht aus, dass die goldenen Wasserhähne, und das ist ja die Situation, die wir im Moment im Plattenland haben, dass da... Ich kenne es aus dem Eisenacher Umfeld, dass die Gemeinden ja manchmal schon nicht mehr wissen, was sie denn jetzt noch sanieren wollen, weil es komplett durchsaniert ist. Das heißt, das ist doch keine Frage von Zukunftsfähigkeit eines Dorfes. Sie kritisieren, dass im Grunde genommen die Gelder falsch verteilt worden sind, dass man so viel Geld kriegt, weil man es nicht zurückgeben will, weil man das nächste Jahr dann eben gekürzt bekommt. Und dann macht man eben die Granit, Bordsteine und alles möglichst sehr teuer. Ja, weil ich über den kommunalen Finanzausgleich keine Ärzte im Dorf halten kann, weil ich keine Infrastruktur aufrechterhalten kann, weil das doch eine Frage ist, die mit Geld alleine oder die überhaupt über staatliches Geld nicht zu klären ist. Naja, die Frage ist, also ländliche Zentren zu bilden, die im Grunde genommen gewisse Funktionen erfüllen, wo die Leute hingehen können, das ist eine Frage der Zukunftsfürsorge für diese Region, diese ländlichen Regionen. Wenn das alles in der Stadt passieren soll, dann müssen alle eben 30, 40, 50 Kilometer. Das wäre mein Vorschlag, Region. Weil bei Region muss ich die Stadt nicht unendlich groß machen, weil ich kann die Aufgaben und die Lasten noch anders verteilen als durch Eingemeindung und Stärkung nur der Stadt. Und der ländliche Raum kann so viel Selbstbestimmung machen, wie er selber bewältigen kann. Weil Kosten und Lasten in so einer Region angemessen verteilt werden können. Kennen Sie jemanden aus der Landesregierung, der zumindest darüber mal nachgedacht hat? Ja, ich habe ja das in den Gesprächen eingebracht. Da ist mir vorgeworfen, ich hätte noch ein Jahr eher damit kommen müssen. Da hätte man es ja berücksichtigen können. Nein, jetzt ist ja wieder mehr Zeit. Aber jetzt haben wir ja wieder mehr Zeit. Von daher ist die Hoffnung, dass man diese Zeit auch nutzt, um darüber nachzudenken, was ist dann wirklich modern und zukunftsfähig für das Land. Ich weiß, dass der Ministerpräsident das Modell durchaus verstanden hat, weil er ja auch in mehreren Veranstaltungen darauf hingewiesen hat, dass das Modell Hannover, das Modell Göttingen für ihn durchaus so ist, dass man sich es noch mal intensiver anschauen sollte und für ihn durchaus auch ein Modell wäre, was in Thüringen durchgesetzt werden könnte oder was ein Denkmodell sein könnte. Ja, wir sind eigentlich so ein, ich sage mal, Lilliputland, so ein kleines, sehr überschaubar, kannst du also fast durchlaufen in einer kurzen Tagesreise oder so weiter. Also insofern ist es eigentlich eine Riesenchance, all diese klugen Gedanken und die Fehler der anderen alle zu vermeiden und zu sagen, okay, lass uns einfach schauen, wir wollen auf jeden Fall diesen Weg gehen. Und dann ist die Frage natürlich für Sie auch als sozusagen ideell Beteiligte an der Regierung, diesen Dreh gut hinzukriegen. Weil hier geht es ja letztendlich um die Frage, haben wir versagt, sind wir Loser und deswegen müssen wir abgewählt werden? Oder können man sagen, wir sind jetzt mitten in der guten Arbeit, sind auf so viele gute Ideen gekommen und lasst uns das jetzt weitermachen. Richtig. Weil sonst wird es ja wieder alles zurückgeschraubt und wie bei Trump wird das alles wieder in die Tonne gehauen. Also das wäre ja auch kein guter Prozess für das, also was das wäre auch fatal. Weil Veränderungen sind mit Sicherheit erforderlich und deswegen sollte man das jetzt als Chance nutzen, die Sache vielleicht besser zu machen, als sie ursprünglich jetzt gedacht war. Ja. Und wir werden uns jedenfalls einbringen in die Diskussion. Stärkt das nicht sogar Ihre Rolle als Oberbürgermeister oder vielleicht auch Landräte, dass diese Reform jetzt, ja, man kann schon sagen, schiefgelaufen ist? Stärkt das nicht sogar Ihre Position, dass Sie sagen, jetzt können wir erst recht mal mit unseren Vorschlägen kommen, denn wir wissen vielleicht doch ein paar Dinge besser, weil wir näher an der Basis sind? Wenn es die Bereitschaft zur Kommunikation gäbe, wäre das aus meiner Sicht eine Stärke, wenn man alle an einen Tisch holt und die unterschiedlichen Erfahrungen und die unterschiedlichen Modelle miteinander diskutiert, können alle nur gewinnen. Vielleicht auch was ganz Grundsätzliches, ich meine, die Kleinteiligkeit von Thüringen ist nicht ein Nachteil, sondern ist ein Vorteil, den man ausschlachten sollte, als ihn nur mit Gewalt kaputt zu machen. Denn es gibt nur einmal ganz, ganz viele Unterschiede und verschiedene Richtungen in unserem kleinen Bundesland, aber die sind, ich hatte gesagt, eher für Zeichen der Stärke, das auch so beizubehalten. Das ist so ein Beispiel, ist ja durchaus Weimar und auch das Gericht hat es ja nahegelegt in seinem Urteil, dass es gesagt hat, man sollte die Eigenheiten von Städten oder Regionen berücksichtigen. Das trifft auf Weimar ganz bestimmt zu. Ist schon eine einzigartige Stadt, Eisenach sicherlich auch, nur halt kleiner. Aber trifft das nicht auch aufs Eichsfeld zu?
als Region? Also natürlich ist jeder Oberbürgermeister oder jeder Landrat natürlich vor allem erstmal da, für da seine eigenen Aber Sie Dinge gucken ja immer über den Tellerrand hinaus. Natürlich ist das Eisfeld ist auch was ganz Besonderes für Thüringen, nicht? Aber auch jede Stadt hat nun ihre ganz besonderen Eigenheiten und Eigenschaften und die sollten dabei natürlich sehr wohl bedacht werden, dass es gelingt, die zu erhalten und auszubauen. Mhm. Und Weimar ist ja nun insoweit ganz besonders, weil es eben nicht nur für kulturelle Höhepunkte deutscher Geschichte steht, da stehen viele Orte in Deutschland, aber sie steht eben für beides, sowohl für die hohen kulturellen Errungenschaften als auch für den Zivilisationsbruch des Dritten Reichs mit Buchenwald, mit dem Gauforum. Mhm. Und das macht natürlich für uns die Herausforderung besonders schwer. Und die glauben wir schon, dass das vor Ort noch am besten zu lösen ist, als eben in einem Kreis, wo die Interessen ganz anders liegen bei derartigen Aufgaben. Aber ja, Ihre Frage, wenn ich das noch kurz, die trifft ja einen Kern. Ja. Nämlich die Frage, dass sich Abwägungsprozesse sehr transparent und aus meiner Sicht wirklich fundiert darstellen muss. Warum komme ich zu dem Ergebnis, dass das Eisfeld nicht selbstständig bleiben kann? Aus meiner Sicht, ich will das unumwunden sagen, ich glaube, dass wenn man diesen Weg transparent darstellt, dann kommt man möglicherweise zu anderen Ergebnissen als zur letzten Landkreiskarte. Ich persönlich hätte überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn so ein Abwägungsprozess dazu führt, dass man sagt, na gut, dann bleibt das Eisfeld selbstständig. Daran wird Thüringen nicht untergehen. Also das, aber man muss es einfach deutlich machen. Man muss deutlich machen, dass es keine Willkür ist. Einer sitzt alleine in seiner Stube und hat mal eine Idee und dann wird sie durchgepeitscht. Sondern dass da sehr, sehr klare Kriterien dahinter stehen. Und wenn am Ende nicht 8 Kreise, sondern 10 oder 12 rauskommen, auch das wird Thüringen nicht nach hinten werfen, sondern wenn es eine Akzeptanz dafür gibt, durchaus nach vorne bringen. Mhm. Ja, ich denke, den ganzen Prozess muss man vielleicht auch noch lernen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und seine Interessenssphäre nicht so vehement zu verteidigen, sondern also dort auch flexibel und durchlässig zu sein. Wenn man schon über Strukturen nachdenkt, die in alle Bereiche gehen und wo es Gemeinschaftsprojekte geben sollte, dann muss der Diskussionsstand auch ein bisschen besser werden. Wobei natürlich wir als Oberbürgermeister schon die Hauptaufgabe haben, unsere jeweilige Stadt, unsere jeweilige Kommune zu vertreten. Aber Sie sehen ja an dem Gespräch zwischen uns beiden, obwohl wir eine ganz andere Ausgangslage, so weit liegen wir nicht auseinander. Und wir würden sicherlich auch zu einem Konzept kommen können, das tragfähig auch für andere ist. Nicht? Also deswegen ist das wichtige Kommunizieren und das Austauschen und nicht nur Kommunikation so zu verstehen, dass ich meine Ideologie erkläre und das war's und ich erwarte keinen Widerspruch. Das ist keine Kommunikation. Sie könnten ja mal einen Platz tauschen. Sie haben ja denselben Nachnamen. Insofern, Sie könnten ja mal für einen Tag OB in Weimar sein und Sie einen Tag in Eisenach. Wenn Sie das wären, würden Sie auch die Kreisfreiheit aufgeben und umgekehrt, wenn Sie in Weimar wären, würden Sie auch sagen, wir müssen unbedingt kreisfrei bleiben? Ich kann die Positionierung von Weimar durchaus verstehen, weil die Problemlage ist in Weimar eine andere. Weimar wird nicht erdrückt von diesen Sozialkosten. Sie haben viel, viel geringere. Ich weiß, Weimar hat auch hohe Sozialkosten. Ich will das gar nicht wegreden. Mhm. Aber prozentual einen viel geringeren Anteil am Gesamthaushalt in dem Sozialbereich, das ist in Eisenach was anderes, weil wir traditionell als, nicht nur als Bischofssitz, aber traditionell eine hohe soziale Infrastruktur haben, viele Einrichtungen, im Besonderen der Behindertenhilfe, eine hohe Zentralität in der gesamten Region, viele Pflegeeinrichtungen und. Wir haben in Thüringen mit Abstand die höchsten Fallzahlen pro Einwohner. Und das ändert sich nicht durch einen ideologischen Brillentausch sozusagen. Deswegen sage ich, jede Stadt, und das ist ja das, was uns eint, jede Stadt hat ihre eigenen Bedingungen, jede Stadt hat ihre eigene DNA sozusagen, und da muss man genau hingucken. Wenn wir tauschen würden, würden wir wahrscheinlich zu keinen anderen Ergebnissen kommen. Ja, Sie sagen ja nur, dass es dann im Grunde sehr unterschiedliche Ansatzpunkte und auch Schwerpunkte gibt, weil die Verhältnisse haben sich durchaus extrem unterschiedlich dargestellt. Und trotzdem muss man da dann ja wieder den Blick haben, dass man vielleicht für solche Fälle auch die größeren Unterstützung hat. Das heißt auch breitere Lasten wie so ein solidarisches System. Das wäre immer mein Vorzugsmodell gewesen, eine breite Verteilung dieser Soziallasten und am Ende die Aufgaben, die in der Stadt am besten aufgehoben sind, in der Stadt lassen. Da sagen die, die dann bisher nicht so viele Lasten haben, sagen, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, aber das ist genau mein Anfangsstatement gewesen, wo ich gesagt habe, es braucht eigentlich die Aufgabenkritik und die Überlegung, was ist wo an welcher Stelle richtig aufgehoben. Ja. Und das ist eben nicht passiert, das finde ich schade. Ja, aber vielleicht ist es ja noch nicht so spät. Wenn die dafür sagen, okay, ich muss auch mich an den Lasten beteiligen, kann dafür aber selbstbestimmt, selbstständig bleiben, dann wäre das sogar was, wo man sagen würde, das wird dann Akzeptanz, bevor ich sage, ich trage es am Ende zwangsweise mit, wenn ich eingemeindet werde und habe aber keine Selbstbestimmung mehr. Sie haben das jetzt sozusagen ohne Deal gekriegt.
die Eigenständigkeit. Sie mussten nichts abgeben. Haben wir in dem Prozess also relativ clever da. Naja, das war schon ein harter Kampf, ne? Ja, ich denke, wir haben jetzt versucht, das ganze Feld zu umfassen. Und wir sind so ein bisschen an dem Punkt angelangt, dass der Diskussionsprozess noch eine längere Zeit dauern sollte und dass man auf keinen Fall etwas durchpeitschen dürfte. Also wird man sehen, was kommt, und es darf letztendlich auch nicht zu so einem Wahlkampfthema werden, sondern dafür ist die Sache eigentlich viel zu ernst, als dass man das jetzt parteipolitisch ausschlachten sollte. Weil hier müssten eigentlich alle an einen Tisch, und auch die Landkreise und die Bürgermeister von anderen Parteien sind ja mit Ihnen zum Teil auch in gleiche Richtung denkend. Also das wäre vielleicht der Auftakt, um neu nochmal die Diskussion zu beginnen. Ja, weil die Entscheidungen am Ende für die Zukunftsfähigkeit von Thüringen so entscheidend sind, dass es für mich wirklich elementar ist, dass man versucht, das nicht nur im breitmöglichsten Konsens hinzukriegen, sondern auch wirklich den besten Weg zu finden. Und das geht nur, indem man gemeinsam den Weg geht und eben nichts mit Eile durchpeitscht. Das treibt nur Extremisten, die Thüringer, in die Arme, weil sie sich enttäuscht von Politik abwenden. Ja, ich denke, wir haben versucht, dieses relativ spröde Thema von zwei Fachpersonen erfassen zu können und unseren Zuschauern die Möglichkeit gegeben und auch den Lesern die Möglichkeit geben, darüber weiter nachzudenken und diesen gesamten Diskussionsprozess, der da noch läuft, vielleicht zu verfolgen und vielleicht auch mit ein bisschen anderen Einstellungen als schwarz-weiß oder eben rot, rot, grün, schwarz oder wie man das auch immer nennen wollte, zu begleiten und zu schauen, dass wir hier für Thüringen eine gute Lösung finden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Gute Zeit. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Am Anger. Talk in bester Lage wurde Ihnen präsentiert von Ihrem Immobilienmakler Engel und Völkers.